Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr mich kennt, bin ich nicht gerade dafür bekannt, großer Clubgänger zu sein. Ich mache nur meinen Coaching-Teilnehmer und keine Coachings im Club. Ich bin selber relativ selten im Club, jetzt gerade wieder ein bisschen häufiger. Das ist der Grund, warum ich das Video jetzt mache. Bin übers Osterwochenende ein paar Mal im Club gewesen und ich will euch heute meine Top-Lektionen mitgeben, die dir dabei helfen, deinen Clubabend optimal zu gestalten und dafür zu sorgen, dass du wirklich das meiste frauentechnisch gesehen aus deinem Clubabend rausholst. Zuallererst mal beginnen wir am Anfang des Clubabends. Ist natürlich hilfreich, wenn du mit Leuten da bist, ganz klar. Man kann auch alleine im Club feiern gehen, um Frauen kennenzulernen. Das geht auch wunderbar. Wenn du aber schon von vornherein eine Gruppe von Leuten dabei hast, ist es wunderbar, denn dann hast du auch eine Gruppe von Leuten, wo du immer wieder hin zurückkehren kannst. Ja, du hast schon einen Ort, wo du immer wieder kurz Pause machen kannst, während du da wieder in anderen Zeiten im Club unterwegs bist. Und ja, auch wenn man alleine ist, kann man diese Gruppe kennenlernen, ne? Dann lernst du einfach neue Leute kennen, aber es ist erstmal cool, wenn du Leute dabei hast und auch sehr cool, wenn du jemanden dabei hast, der dich beim Frauen ansprechen und unterstützen kann. Das macht natürlich Zweiersets oder größere Gruppen deutlich einfacher. Ne? Das ist natürlich eine relativ logische Sache. Was du darüber hinaus verstehen musst, wenn es um die Planung des Abends geht, ist, wie der Club funktioniert. Der Club ist eine sehr hochintensive Umgebung mit sehr vielen Einflüssen. Es ist sehr laute Musik da, die Leute reden sehr laut, es ist allgemein laut und es passiert sehr viel. Oft sind die Leute auch betrunken und das sorgt dafür, dass Frauen ganz vielen Einflüssen ausgesetzt sind. Und es ist so, dass im Club, das ist noch so der Ort, wo auch andere Männer sich tatsächlich mal trauen, eine Frau anzusprechen. Ob sie das jetzt gut machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist der Ort, wo du, sage ich mal, wenigstens mal Scheinkonkurrenz hast, wohingegen auf der Straße meistens, dass sich keiner traut. Ja, wie gesagt, gut machen sie meistens nicht, aber die machen es halt und das sind wieder mehr Einflüsse, die auf diese Frauen niederprasseln. Ist ja klar, dass sie sich weniger an dich erinnert, wenn du einer von 10 Typen warst, der sie am Abend angesprochen hat, selbst wenn du es relativ gut gemacht hast. Das muss man erstmal verstehen. Das heißt, wenn du wirklich Interesse an einer Frau hast, dann empfiehlt es sich, möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen, um möglichst eine große Verbindung zu ihr aufzubauen. Und wenn du sie mit nach Hause nehmen kannst oder wenn du sie zumindest mal an einen neutralen Ort aus dem Club mitnehmen kannst, muss gar nicht zu dir nach Hause sein, dann spielt schon sehr viel für dich. Mit neutralem Ort aus dem Club meinte ich zum Beispiel sowas wie, hey, ich gehe jetzt raus, lass uns doch noch irgendwie beim Pizza-Dings nebenan eine Pizza essen oder beim Döner mal einen kurzen Döner essen, blablabla. Wie gesagt, es ist hier gar nicht mal super wichtig, dass du sie direkt mit nach Hause nimmst. Das kannst du natürlich auch machen, macht die Sache natürlich gleich super safe. Aber je sicherer du hier gehen kannst im Club, desto besser. Auf der Straße funktioniert das Ganze besser, wenn du, sage ich mal, die Frau kennenlernst und dann die Nummern tauschst und dann aufs nächste Date gehst. Im Club ist das Ganze deutlich unsicherer. Nummern, die du im Club bekommst, die sehr sicher wirken, können oft oder stellen sich oft als Nummern heraus, die nicht funktionieren. Das ist auf der Straße weniger oft so. Das heißt, je weiter du im Club gehen kannst, je mehr Vertrauen du aufbauen kannst im Club, je mehr Schritte du bereits abhaken kannst, desto besser läuft das für dich. Ja, das heißt, wenn du im Club bist, solltest du mehr auf All-In spielen, als wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße unterwegs bist, denn da ist es einfach nötiger. Da ist einfach mehr Eindruck. Die Frau hat mehr Eindrücke. Oft sind Frauen auch leicht angetrunken. Und das macht es alles nur noch schwieriger, ein weiterführendes Date an einem anderen Tag daraus zu machen. Plus, im Club ist es immer so, Club ist so eine ganz andere Welt. Ne? Also man kommt da rein, um vom Alltag abzuschalten und dann ist man in dieser Welt voller Party und Dunkelheit und Lichtern. Und das ist eine ganz andere Welt, als wenn man dann zum Beispiel am Tag unterwegs ist. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich Frauen im Club getroffen habe, mit denen ich mich im Club gut verstanden habe und die fand ich dann am Tag ganz schrecklich. Das gab es auch schon. Die nächste Sache, die man unbedingt beachten muss, ist das Energielevel. Auf der Straße ist es nochmal was anderes, denn da ist das Energielevel etwas geringer, da ist es nicht so laut, da sind die Leute nicht so voller Freude, Spaß, Energie allgemein. Im Club ist das was anderes. Du solltest generell immer ein bisschen über dem Energielevel sein der Frau, die du ansprichst. Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Situation sie ist. Also wenn sie jetzt auf einer lauten Tanzfläche ist mit ihren Freundinnen und am Tanzen ist, dann brauchst du einfach viel Energie, um da reinzukommen. Na, wenn sie jetzt in einem ruhigen Bereich alleine auf der Couch sitzt und an ihrem Handy ist, dann brauchst du halt weniger Energie, um in das Gespräch reinzukommen. Du kannst dir das so vorstellen wie, und das hast du sicherlich schon mal erlebt, diese Flyer-Verteiler auf der Straße. Ja, manche Flyer-Verteiler geben dir halt so den Flyer und du nimmst ihn nicht. Und andere Flyer-Verteiler geben dir halt so den Flyer. Hey, warte kurz, bleib mal kurz stehen. Hier, aha. Und
weil so viel Energie im Spiel ist, nimmst du vielleicht wenigstens mal den Flyer oder bleibst sogar stehen und quatscht mit diesen Leuten. Also das hast du sicherlich schon mal erlebt und kannst es auch so für dich bestätigen, sage ich mal. Und genauso läuft das halt im Club. Wie gesagt, auf der Straße ist das halt was anderes, weil da ist jetzt nicht die Mega-Energie bei den Leuten, aber im Club ist das sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, bevor du eine Frau ansprichst, schau dir an, auf welchem Energielevel befindet sich die Frau denn gerade und dann geh in das Gespräch rein, möglichst mit ein bisschen mehr Energie und je autoritärer du in ein Gespräch reingehst, desto besser, also je selbstverständlicher und dominanter du in ein Gespräch reingehst, desto besser, trotzdem aber noch dominant freundlich, nicht dominant im Sinne von, hey, bleib stehen, halt die Klappe, zeig mir deinen Ausweis, los, mach mit mir rum, sondern dominant im Sinne von, hey, warte ganz kurz, boom, laute Stimme, Lächeln, Präsenz, körperliche Präsenz, breiter Körper, ja, schulterbreit stehen, Brust raus, wirklich Präsenz mitbringen, nicht so halbarschig das Ganze da rumfimmeln. Das kann auf der Straße besser funktionieren als im Club. Club musst du ein bisschen mehr energiemäßig Gas geben, fast in jeder Situation. Und dann würde ich dir generell empfehlen, dass du dir mal anschaust, was gibt es denn für Clubs in deiner Umgebung und was sind denn die besseren und was sind die schlechteren Clubs? Also die besseren Clubs sind eindeutig Clubs, wo es auch mal ruhigere Bereiche gibt, wo man reden kann. Schlechtere Clubs sind die, wo es eigentlich nur laut ist. Ja, das sind Clubs, die fürs Frauenkennenlernen nicht so geeignet ist, außer du bist der unglaubliche Meister im Tanzen, im Tanzen ins Gespräch kommen, im Tanzen eine Frau kennenlernen. Ich kann das überhaupt nicht, deswegen kann ich dir dazu nicht viel sagen. Ich weiß, es funktioniert, aber ich glaube, das ist auch sehr schwierig. Und wenn du jetzt in einem Club bist, wo man wirklich nur tanzen kann und so gar nicht reden kann, ich glaube, selbst Tänzer haben es dann meistens schwer, weil du kannst halt keine wirkliche Verbindung mit der Frau aufbauen. Du brauchst halt einfach einen Ort, an den du dich theoretisch dann zurückziehen kannst und wo ein bisschen Ruhe herrscht. Das heißt, such dir auch die richtigen Clubs aus, wenn du wirklich unterwegs bist, um mal Frauen kennenzulernen, weil wenn du nur so laute Clubs hast, wenn du nur so laute Clubs gehst, dann ist es kein Wunder, dass die Nächte bei dir nicht besonders gut funktionieren. Und dann kann ich dir zum Schluss noch empfehlen, dass du wirklich auch mal länger bleibst, dass du auch mal bleibst bis zu dem Moment, wo Leute schon anfangen, nach Hause zu gehen. Denn das ist dann auch auf der Moment, wo Frauen auch ein bisschen betrunkener sind, wenn du jetzt die Idee hast, eine Frau mit nach Hause zu nehmen, aber auch der Moment, wo einfach die Leute schon automatisch nach Hause gehen. Und es kann halt sein, dass du an diesem Teil des Abends eine Frau kennenlernst und dann geht ihr schon dann gemeinsam raus und geht dann zusammen Pizza essen oder zusammen zu dir oder zu ihr. Ist ja klar, dass wenn du jetzt eine Frau um 11 Uhr abends kennenlernst, wenn der Clubabend beginnt, sie nicht sagen wird, oh ja klar, jetzt komme ich direkt mit dir nach Hause. Macht ja auch keinen Sinn, weil sie will den Abend noch erleben, will noch mit ihren Freundinnen da sein und dann am Ende des Abends möglicherweise mit einem passenden Mann vielleicht mitgehen oder was essen gehen oder was auch immer du dann danach vorhast. Das funktioniert also besser am Ende des Abends, deswegen bleibt da einfach länger. Es gibt auch Leute, ich kenne auch Leute, die haben es sich, also die machen das immer so, die wohnen in größeren Städten und gehen dann halt wirklich immer dann zum Club, wenn der kurz vorm Zumachen ist. Ja, dann sind die draußen und dann sprechen die halt die Frauen an, die aus dem Club rauskommen. Kann man auch machen, ist ein bisschen extrem, ist ein bisschen sehr zielgerichtet, muss halt nicht sein. Und dann musst du auch sehr fit sein, weil du steigst ja quasi von 0 auf 100 ein. Also du hast ja vorher möglicherweise gepennt, also die schlafen dann meistens vorher ein bisschen und dann gehen sie hin. Das heißt, du steigst von 0 Energie auf 100 ein. Wenn du jetzt den ganzen Abend schon im Club warst, dann hast du schon Energie aufgebaut. Und Thema Alkohol, ich kann dir empfehlen, dich so gut wie möglich vom Alkohol fernzuhalten, weil ja, das hilft dir vielleicht in der kurzen Sicht und macht aber auf lange Sicht nur Probleme. Also du lernst halt nicht, der Lerneffekt ist nicht da. Klar, du bist ein bisschen mutiger, aber diesen Mut musst du einfach auch auf normale Weise entwickeln. Es kostet dich mehr Geld, es kostet dich Gesundheit, es kostet dich deinen ganzen nächsten Tag und es ist einfach keine langzeitlich funktionierende Sache, weil dein Ziel ist es ja auch, die Frauen wiederzusehen und du wirst sie dann im Alltag wiedersehen und da wirst du nicht betrunken sein. Das heißt, du hilfst dir damit wirklich nur ganz gering. Es bringt dir eben nicht besonders viel. Ich bin ganz selten, trinke ich Alkohol. Manchmal auf dem Date mit einer Frau einen Rotwein, das mache ich ganz gerne. Ansonsten wirklich, wenn, keine Ahnung, ganz alte Freunde haben Geburtstag und holen irgendwie eine coole VIP-Area in einem Club oder was auch immer, dann trinke ich auch gerne mal und dann besaufe ich mich auch gerne mal. Das macht Spaß. Aber wenn du wirklich rausgehst, um Frauen kennenzulernen, würde ich dir empfehlen, davon Abstand zu nehmen. Plus die meisten Frauen kriegen halt auch mit, wenn du betrunken bist. Und ja, das arbeitet oft eher gegen dich als für dich. Schon an die Tatsache, dass du als nüchterner Typ im Club bist und solche Eier hast, die Frauen anzusprechen, das überrascht Frauen oft, das überzeugt Frauen oft. Denn ich habe zwar gesagt, auch andere Leute sprechen Frauen an, aber davon sind mindestens mal die Hälfte bis 75% auch wirklich betrunken. Wir es selten finden, dass ein Typ im Club wirklich komplett nüchtern Frauen anspricht. Das ist schon eine Rarität. Aber wenn du diese Sachen beachtest an deinem Clubabend, dann kann aus deinem Clubabend ein richtig, richtig geiler Abend werden. Dann kann es sein, dass du Frauen mit nach Hause nimmst, dass du viele Frauen kennenlernst. Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, schreib sie mir in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.